Hallöchen. Ihr habt ja die anderen beiden Videos gesehen oder drei, vier, weiß ich nicht, wo ich den hier erst stellvertretend für den C64 benutzt habe. Und es war ja so, dass hier die Tasten ab und zu nicht wollten. Ich will mal gucken, ob ich das vielleicht hinkriege. Und das Komposit-Videosignal ist ja relativ schwach, so wie es aussieht, wie es scheint. Ich habe schon mal Schallplan rausgesucht, wie die das hier machen. Ich habe mir da schon fast gedacht, wie auch beim C64 und zwar im RF-Modulator. Ich habe den auch schon mal freigeschraubt. Ich habe den eigentlich noch nie wirklich aufgehabt. Er hat aber auch keinen Garantiesiegel nix. Ich weiß nicht, ob der schon mal offen war. Ich hatte ihn noch nie so weit auf. Ich habe ihn jetzt mal aufgemacht. Und er ist eigentlich noch original. Ich habe da noch nichts dran gemacht. Ich besitze den jetzt auch schon so an die 30 Jahre ungefähr. Es ist Staub drinne, Dreck drinne. Und den werde ich jetzt erstmal rauspinseln. Und den Pinsel hatte ich hier gerade erst gesehen. Wo habe ich den denn jetzt hin? Da. Einmal auspinseln, damit der Dreck rauskommt. Hier werde ich dann. Bleib doch mal da oben. Werde ich dann das abschrauben, muss ich hier noch den Taster ablöten. Auch mal gucken, vielleicht reicht eine Reinigung. Irgendwas klappert da. Der hier scheint noch original zu sein, mit Dreck drinne. Und wie ich ja sagte, der ist nicht so besonders. Also ein C64 ist in dem Sinne besser. Hier die Maschinen kamen nach dem C64 raus. Und man sollte annehmen, dass er besser ist. Er wurde auch als Spielemaschine beworben, aber für Spiele ist der absolut nichts. Also was ich da an Spiele gefunden habe. Nee. Es gibt nicht mal Maniac Mansion dafür. Mein absolutes Lieblingsspiel. Oder Zack McCracken oder wie der heißt. Nicht mal das gibt es hier für den. Tetris haben wir gesehen. Kurz. Die Grafik ist einfach. Ich weiß nicht, ob das an der Entwicklung liegt oder was. Keine Ahnung. So, und das Kompositvideo wird hier drin erzeugt aus dem S-Videosignal. Ich werde da mal, wenn ich ihn jetzt gerade mal zur Hand kriege, wo habe ich noch ein Papier mit? Mal einmal kurz hier das Abschirmblech. Weiß gar nicht. Das scheint die CPU zu sein, oder was ist das? Moment. Ich kann ja mal gucken. Most-Chip-Liste. 8360. Typ. Das ist der TED. Das ist der Audio-Chip. Aber mit der. So macht man das. Das ist eine Alufolie mit ein bisschen Zeugs drunter. Zum Kühlen. Ich werde das mal wieder draufsetzen. Ich gucke noch mal, was hier unten drauf steht. 264 Modell plus 4, 9 Volt, 5 Volt,
Serial DA4 64952 Made in West Germany 84 Funkentstört nach DPD VFG 1046-84. Aha. 84, ja, also 30, 35 Jahre alt ist die Kiste. So in etwa. So, und das Videosignal, was hier rauskommt, wird da drinnen erzeugt. Das mache ich da auch mal auf. Und zwar über zwei Transistoren. Ja. Das ist der RF-Modulator. Da sind zwei Dioden, da ist eine Diode, zwei Transistoren. L1, L2. Was sagt das Dings, was ich hier habe? L2 und L1. Also hier wird das Kompositvideo erzeugt, die zwei Transistoren, aber da kann ich ja gar nicht messen. Ich wollte mal gerne nachmessen. Muss ich den ja auslöten. Nee, löten wollte ich hier dran nicht. Also hier wollte ich jetzt nicht dran löten. Großartig. Wenn der müsste ich den ganzen RF-Modulator ablöten und gucken. Es gibt einen Mod, um das Kompositvideo oder das S-Videosignal sogar zu verbessern. Bei dem C64, das ist dann der S-Video-Mod. Da kann man dann irgendwie Kondensatoren rauszwicken. Hier, das scheint hier der 330 Pico der C3 zu sein, der nach L2 kommt. Das wäre hier und das wäre wahrscheinlich auf der Unterseite. Nee, dann lasse ich den lieber so, wie er ist. Ich lasse ihn original, ich mache da nichts großartig dran. Ein RF-Modulator brauche ich in dem Sinne ja nicht. Weil das Bildsignal ist ja noch schlimmer. Ich hätte ja gerne S-Video rausgeholt, aber ich habe den 8-Pin-Dienststecker nicht. Ich habe jetzt hier nur einen 5-Pin. Pin 7 und Pin 8 wird sowieso nicht benutzt, aber Pin 6 müsste ich haben und das ist der in der Mitte. Ich habe mal geguckt, was der Stecker kostet. Also ein einzelner Stecker 4 Euro. Habe schon überlegt, ob ich nicht mit der Bohrmaschine da einfach ein Loch reinbohre und aus den Steckern, die ich hier habe, zum Beispiel die hier, da so ein Pin rausnehmen. Aber das ist ja eigentlich schon 6 Pol. Allerdings falscher Lochabstand. Kann die ja mal nebeneinander halten und mal draufzoomen. Sieht man schon, das wäre Hufeisenform und das ist ja, welche Form auch immer. Man sieht schon, die Pins sind anders angeordnet als die. Zumindest die zwei hier. Und ich muss jetzt einfach nur den mittleren Pin da noch reinkriegen. Dann habe ich auch S-Video. Muss ich mal gucken, ob ich da so einen Stecker modifiziere. Ich brauche ja eh nur einen Stecker für alle Geräte, für alle Commodore. Und ich habe ja nur den und den C64. Aber ich kümmere mich mal um die Tastatur. Es wird auch schon aufgefallen sein, hier bei der Tastatur, da ist irgendwas rausgefallen. Bei der Tastatur ist bestimmt schon irgendjemandem aufgefallen. Bestimmt war das auch Dreck oder irgendwas.
dass die nicht so ganz original ist, ne? Ich habe hier nämlich ein Gleichzeichen und hier habe ich ein Gleichzeichen. Normalerweise plus 4. Oh, mal gucken, ob ich das Bild größer kriege. Ja, steht hier Inst Delete. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Knopf her habe. Keine Ahnung. Der hier geht jetzt nicht. Ich weiß auch, warum der nicht geht. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt so runter. Ich habe nämlich nicht diese Klammer. Ja, habe ich. Gehe ich. Und ich habe irgendwo was Passendes gehabt. Und zwar so eine Feder. Ich hatte irgendwo eine Feder gehabt, die passen könnte. Ist mir jetzt auch egal. Ich mache wieder die zwei Tasten hier rein. Aber ich weiß nicht, wo die Feder hin ist. Ich habe sie mir extra weggelegt, aber ich weiß nicht mehr, wo sie hin ist. Vielleicht finde ich ja noch mal eine, die ich da benutzen kann. So, aber ich will ja hier erst einmal das abschrauben. Und hoffentlich mache ich mir hier nicht noch dieses, ja, Pseudo-Flachbandkabel kaputt. Gut. Bis hierhin erstmal, soweit, ich schraube das jetzt erstmal auseinander und dann sehen wir uns wieder. So, dann bin ich wieder und hätte ich jetzt nicht erwartet. Vergoldet. Vergoldete Kontakte. Da werde ich jetzt einmal ein bisschen sauber machen. Ich sehe schon hier so ein bisschen angelaufen, hier so ein bisschen. Da ist auch ein bisschen drauf. Also ist schon ein bisschen dreckig. Ja gut, was will man erwarten? 35 Jahre oder was das sind? Und hier die Kontaktfinger. Zum Glück fallen die nicht raus, aber die hier fallen würden rausfallen. Die sind auch dreckig. Da ist ein bisschen Dreck. Da. Werde ich jetzt mal sauber machen mit Isopropanol und Wattestäbchen. Da ist die Flasche. Gut. Wattestäbchen habe ich da oben. Gut. Ich werde das mal sauber machen und dann werde ich es nachher nochmal ausprobieren. Wie gesagt, ich würde es euch gerne auf dem PC zeigen. Ich sehe schon mal, hier ist aber schon was am Deckel passiert. Hier sind die Schrauben, da habe ich ja nämlich schon kaputt gebrochen. Hier steckt irgendwie ein Stück Zahnstocher drinne. Ja, das war ich jetzt aber nicht. Aber anscheinend hat das funktioniert. Okay. Na gut, ich mache es erstmal sauber. Und ja, werde mich dann eben melden, wenn wir es nochmal ausprobieren. Wie gesagt, ich hätte es gerne auf dem PC gezeigt, aber ich kriege das Signal, das ist halt nicht stark genug da drauf. Mir fehlt ja für S-Video zumindest ein Pin. Damit hätte ich es vielleicht noch ausprobieren können, weil der hat ja auch einen S-Video-Eingang hier, dieser USB-Stick. Vielleicht in Zukunft mal, aber ja, auf dem Mini kleinen, auf dem kleinen Monitor, da kann man es ja auch sehen. Geht ja. Gut, dann bis nachher. So, nun habe ich sie wieder zusammen, wie ihr seht. Ihr habt doch gesehen, dass sie auseinander war. Hier, das sind die Dings, die ich gebraucht habe. 5 Stück. Man sieht schon, dass sie dreckig sind auf beiden Seiten. Der eine mal mehr, mal weniger. Ich hoffe, das hat hingehauen.
Die sollten in die Tüte gehen und nicht auf den Fußboden. Tüte in dem Sinne mein Mülleimer, meine Mülleimertüte. Da benutze ich vom Edeka so eine Papiertüte als Mülleimer. So, wollen wir das mal hier mal wieder zusammenstecken. Ich hoffe, das klappt auch so, wie das hier funktioniert. So. Stecken wir Video ein und Strom. Bis jetzt habe ich noch keinen Stecker gefunden mit diesen 6 Pin in rund, so ein Lötstecker, Dings oder Lötbuchse. Weil hier ist ein eckiger Stecker dran. Der C64 hat einen runden. Spannungen sind alle dieselben. So. Wäre mal schön. Und dann muss ich mal gucken, ob ich hier mir mal Adapter für die Joystick-Ports besorge. Ein Adapter für Kassette habe ich. Die habe ich. Oder da habe ich zumindest einen von. Ein oder zwei. Ich habe auch sogar das Kassettendeck in der gleichen Farbe hierfür. Und dieses Kassettenlaufwerk. So. Den an. Den an. Ja, die. Ja, man sollte nicht das Video unterbrechen. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen zoomen. So, dass ihr das sehen könnt. Ich gehe mal die Tasten durch. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alle da? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alle da. So. Ja, Syntax-Error. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 0. Passt. Plus, Minus. Ist gleich, Clear Home ist klar, Pfeiltasten funktionieren, Escape haben wir, Control, scheint zu gehen, Run Stop, scheint auch zu machen, Commodore-Taste geht auch, Lösch-Taste geht, die Control, Sternchen, Fund, Add-Symbol. Add-Symbol. Seit wann hat ein. Er hat ein Add-Symbol? Oje. So, Doppelpunkt, Semikolon, Komma, Punkt. Da sind noch zwei Tasten. Oder noch eine Taste, die anders ist. Tatsächlich. Ja, habe ich den schon gekriegt, wo der schon anders war. Hier, normalerweise Schrägstrich und, also so ein schräger Strich und Fragezeichen. Laut dem Bild hier, Shift-Lock ist klar. Commodore-Taste. Ne, passt vom Bild her. Plus, Minus, gleich, Clear Home, Instant Control. Tatsächlich. Ja. So. Also. Das funktioniert auch. Das sind auch noch. Clear Home. Dann machen wir nochmal Reset. Commodore Basic 3.5. Gehen wir mal ein bisschen da. Es funktioniert. Also die Tastatur funktioniert soweit.
So, F1 funktioniert, F2 Deload, F6 war da irgendwas mit Directory und machen wir mal Reset. Directory, Device not present error und Help. Deload, illegal quantity error ready. Aha. Aber wenn ich jetzt C++4 Programme, ach, da ist die eingebautes Ding. Das wäre die Textverarbeitung. Textverarbeitung to write? Nee. Wie war denn das? Starten mit F1 plus Return. Jetzt muss ich selber mal gucken. Das ist so kompliziert. Aha, TV. Write. Das wäre die Textverarbeitung hier, das erste. Dann gibt es noch die Tabellenkalkulation. Das ist dann TuCalculator, also TTC. Das ist die Tabellenverarbeitung. Ich hoffe, man kann das so erkennen. Dann gibt es noch den Grafikmodus. Datenverwaltung. TF. Das wäre eine Datenverwaltung. Insert 3+1 File Data Disk and Typ TF or New TF. TF. Press File Data Disk Press Return. Oder NE New TF. Enter File Name. Oh. Machen wir mal Heiko. Enter Number of Fields. 4. Enter File Name. Heiko. Enter Field Name 6. Enter Field Name. Oh. Ja, das wäre denn das Dings. Kann auch mit Monitor aufgerufen werden. Nee, ich mach mal so. Monitor. Der eingebaute Maschinensprach-Monitor ist, kann mit Sys 0. Sys 0. Bred PC. Also was die Kiste hier kann, ich weiß es nicht. Ja, hat aber einen Reset-Knopf. Das ist ein Vorteil an dem. Der C64 hat kein Reset. Da gibt es einen Mod für, womit man einen richtigen Reset machen kann. Es gibt aber noch ein Pseudo-Reset. Der resettet aber nicht den Speicher und nix. Ja, aber es funktioniert wieder. Kann ich jetzt gar nichts mehr so zu sagen. Also, Load. Press Play on Tape, ist klar. Und wie war das andere? Searching for Loading. Es gibt aber noch irgendwo, um diesen Load-Befehl abzukürzen, damit ich nicht LOAD eingeben muss.
Gips. Gibt es eigentlich noch einen anderen Dings? So, ich glaube, ich habe es raus. Bei Google habe ich es nicht gefunden. Wenn ich jetzt L Shift O Dings, nochmal FB16,8 mache, macht er das. Searching for FB18 ready. Ran, hat er. Tatsächlich, ist der verkürzte Load-Befehl. Und jetzt nehme ich nochmal diesen Terracogni-Dingstar-Programm. Loading. Das ist jetzt ein Programm. Kann ich sogar direkt von da aus. Und das kennen wir doch irgendwoher. Und wenn ich jetzt Feier mache, das kennen wir doch von irgendwoher. Den Monitor hier, das ist jetzt nicht so besonders hübsch. Naja, es funktioniert zumindest. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich habe den jetzt hier erstmal die Tastatur wieder halbwegs funktionabel gekriegt. Das ist doch ganz gut. Ich habe ja gesehen, dass es dreckig war. Weiß ich gar nicht. Tatsächlich gar. Ich achte niemals auf diese LED. Hier unten ist ja noch eine LED. Die zeigt ja an, dass er an ist. Und dann wieder aus. Gut, aber das soll es jetzt gewesen sein über den Commodore Plus 4. Ist, glaube ich, der hieß mal Commodore 16 plus 4 oder 116 plus 4 oder wie? Ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich möchte ihn nicht kaputt löten, kaputt machen. Darum lasse ich das mit dem Videoport da drinne, so wie es ist. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.